Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, am frühen Morgen, 5 Uhr morgens, Alhamdulillah. Und ich wollte kurz einige Worte loswerden, weil mir eine Frage gestellt wurde. Und ich hoffe, dass ich die so beantworten kann, dass sie uns mit der Erlaubnis Allahs dazu hilft, nützliches Wissen von der Religion zu bekommen. Ein jüngerer Bruder hat mich angeschrieben und mir eine Frage gestellt. Und die Frage ist ehrlich gesagt erschreckend. Aber Alhamdulillah, dass er mich gefragt hat. Alhamdulillah, dass er mich gefragt hat. Also, Bruder, eine Frage. Wenn diese Rapper zum Satan rufen, dann sind sie ja Allahs Feinde. Weil wer zu Satan ruft und sie auffordert, den Fußstapfen des Satans zu folgen, und Satan zu gehorchen, wie kann er dann noch Muslim sein? Also das ist die Frage. Ich habe schon mal Takfir über die Rapper gesprochen, weil ich weiß, sie haben viele, die ich kenne, in den Ruin geführt und in alle Sünden. Für mich gehören die zu meinen Feinden, weil sie mit alledem zum Kuffer einladen, weil eine Sünde folgt der anderen. Also die Aussage von ihm. Die erste Frage, die man jemandem stellen muss, ist, und ich eröffne hier keinen Namen, sondern ich möchte, dass man durch die Antwort etwas über die Religion lernt. Ja? Erstens, im Takfir auf eine Person, auf eine einzelne Person, muss man extrem vorsichtig sein. Denn der Prophet alaihi salatu wasalam sagte, إِذَا قَالَ رَجُلِ أَخِي يَا كَافِرَ فَقَدْ بَعَ بِي أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. Das heißt, wenn jemand zu seinem Bruder sagt, zu seinem Bruder, das ist Bruder im Islam, ist hiermit gemeint, Wallahu alam, O Kafir, weil der Bruder nicht im Islam, der sich sowieso einer anderen Religion zuspricht, die kann man auch Kafir nennen. Allah sagt zum Propheten, dass er sagen sollte, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Wenn sich einer anderen Religion als den Islam zuschreibt, dann ist er ein Kafir. Aber wenn wir jemanden haben, der sich dem Islam zuschreibt, ja, dann muss man besonders vorsichtig sein. Denn wenn das nicht zutrifft, dass er ein Kafir ist, dann kommt diese Aussage auf einen zurück. So, warum hat der Prophet alaihi salatu wasalam das gesagt? Um uns davor zu warnen, voreilig Takfir auszusprechen oder voreilig jemanden als Kafir zu sehen, der sich dem Islam zuschreibt. Der sich dem Islam zuschreibt. Nicht jemand, der sich dem Islam nicht zuschreibt. Wer sagt, er ist kein Muslim, ist ein Kafir. Punkt. Wird er in die Hölle gehen? Wenn er die Botschaft bekommen hat und in einem Zustand war, wo jemand wie er es verstehen kann, das heißt, er war beispielsweise nicht geistig behindert, ja, dann wird er in die Hölle gehen. Dann hat er die Warnung bekommen. Denn Allah sagt in Surah 17, Vers 15, wo man kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wenn er die Botschaft, wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Wenn er jedoch die Botschaft nicht bekommen hat, gilt er in den Ahkam Dunyawiyya, das heißt in den Regeln, die mit den Dunya-Angelegenheiten zusammen haben, als Kafir bei uns. Das heißt, wenn er stirbt, wird er beispielsweise nicht im islamischen Friedhof beerdigt, nicht auf islamische Weise gewaschen, dann wird kein Salat al-Janaza über ihn gebetet, es wird nicht von ihm geerbt, etc. Also ein Muslim erbt dann nicht von ihm, ein Erth, Wasiya kann man weitergeben, das ist ein anderes Thema. So, das ist erstmal das Erste. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Die zweite Sache ist, ich meine, klar, es gibt natürlich Rapper, die sich von vornherein gar nicht dem Islam zuschreiben, aber ich denke, dass er hier nicht über die Rapper redet, die sich nicht dem Islam zuschreiben, weil diese Rapper wären ja genauso wie alle anderen Nicht-Muslime. Es geht ja hier um Rapper, die sich dem Islam zuschreiben. Darum geht es ja hier. So, und weil sie zu Sünden rufen, sagt er, sind sie Feinde Allahs.
und rufen dazu auf, den Fußstapfen des Satans zu folgen, ja, und dessen sind sie Kuffar, das sagt er hier. Erstmal, bei so einem harten Thema, hast du jemals jemanden von den Leuten des Wissens oder von den Predigern in Deutschland sagen gehört, dass die Rapper Kuffar sind? Ich habe schon Rapper richtig böse getadelt, ja, für die Musik, die sie machen und auch für Sachen, wo sie zum Haram einladen und praktisch bestimmte Taten, so dieses Gangsterbewusstsein und Sinna, den Leuten schmackhaft machen und mehr oder weniger dazu einladen. Aber habe ich gesagt, die sind Kuffar? Oder hat irgendjemand gesagt, diese Leute sind Kuffar, also aus dem Islam ausgetreten, weil sie zu Sinne einladen? Das heißt, hier kommt der zweite Punkt. Man sollte schauen, wenn man etwas nicht weiß, diejenigen fragen, die wissen. Okay, du fragst mich jetzt hier, Alhamdulillah, aber du bist ja schon voreilig gewesen, dass du schon Takfir gesprochen hast und danach aber unsicher geworden bist und mich nochmal gefragt hast. Das heißt, man muss doch vorsichtig sein, bevor man etwas macht, fragt man. Fassalu alle dickeren kuntum letalemun, fragt diejenigen des Wissens, in dem Fall, oder diejenigen, die mehr wissen, wenn du nicht weißt. Habt ihr jemals einen Prediger in Deutschland gehört, die jetzt im Livestream sind, der gesagt hat, die Rapper, die sich dem Islam zuschreiben, sind Kuffar? Nein. So. Dann zu einer Sünde zu rufen, ist eine Sünde. Zum Kuffar und Schirk zu rufen, einzuladen, ist Kuffar oder Schirk. Das heißt, wenn jemand beispielsweise mit seiner Musik jemand negativ beeinflusst, praktisch Sinna schönredet sozusagen, oder Party machen und so weiter, oder dazu einlädt, mit seiner Musik überhaupt in die Disco zu gehen, dann ruft er zum Haram auf. Die Gefahr für diese Rapper, die so etwas machen, und ich möchte natürlich auch hier sagen, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich sehe Musik, allgemein Musikinstrumente als verboten an, aufgrund des Hadith in Sahih al-Bukhari, لَيَكُنَنَّ أَكْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيَّ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. Es wird Leute von meinem Umma geben, die Sinne erlaubt erklären, Alkohol erlaubt erklären, Musikinstrumente als erlaubt erklären, ja, als erlaubt erklären. Das zeigt, das war vorher nicht erlaubt. Das heißt, Musikinstrumente sind nicht erlaubt, außer die Handtrommel. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, nur um kurz darauf einzugehen. Das heißt, ich sehe Musik im Allgemeinen, Musikinstrumente im Allgemeinen, bis auf die Handtrommel, nicht als erlaubt an. Hier gibt es wieder die Meinungsverschiedenheit, ist das nur für Frauen erlaubt oder nicht? So. Und dann natürlich Musik, wo schlechte Texte gesungen werden, ja, zum Beispiel vulgäre Art, oder wo beispielsweise Kriminalität mehr oder weniger verherrlicht wird, wo beispielsweise Drogenkonsum verherrlicht wird, wo beispielsweise zu bestimmten Taten eingeladen wird. Ja, ich sehe das alles klar als verboten an. Und das ist auch, und die zweiten Sachen sind sowieso, da ist sich kein Gelehrter des Islam uneinig, weil es gibt einige Gelehrte, die Musik Instrumente erlaubt haben, die Hadith aus Bukhari beispielsweise als Daif erklärt haben, aber die sagen auch, dass Texte, die schändlich sind, vulgär sind, auf jeden Fall verboten sind. Das heißt, da braucht man nicht darüber zu diskutieren. Ich kann natürlich nicht über jeden einzelnen Rapper, was die Texte angeht, urteilen. Dazu kenne ich mich zu wenig mit Musik aus. Ich weiß aber, dass sehr vieles davon, und das weiß ich auch aus meiner früheren Jahiliya-Zeit, wo der Deutschrap noch nicht so in war, dass das zum Großteil eine Katastrophe ist. Okay? Auf jeden Fall. Wer zu einer Sünde einlädt, begeht eine Sünde.
Wo ist jetzt die Gefahr bei einem Rapper, der begeht kein Kuffer? Kuffer begeht, wer zum Kuffer einlädt. Kuffer begeht, wer zum Kuffer einlädt. Das heißt, Unglaube begeht, wer zum Unglaube einlädt. Sünde begeht, wer zur Sünde einlädt. Was ist der Beweis dafür? Der Prophet a.s. sagte, Kuffer ist Unglaube. Kuffer ist Unglaube. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Leute dazu auffordert, eine Götze anzubeten, Leute dazu auffordert, das Kreuz anzubeten, dazu auffordert, Jesus als Gott anzunehmen, anzuerkennen, dann ist er damit, hat er damit Kuffer begangen. Wenn aber jemand dazu einlädt, eine Sünde zu begehen, dann begeht er eine Sünde. Jemand sagt zu euch, ey, komm, lass uns einen saufen. Hat er damit eine Sünde begangen? Okay? So. Das heißt, wenn ein Rapper ein Lied macht, wo er zu Sinner mehr oder weniger einlädt oder motiviert, wo er zum Gangstersein einlädt und motiviert, wo er dazu einlädt, in die Disco zu gehen, Party zu machen, sie dazu und so weiter. Was begeht er dann? Dann begeht er eine Sünde. Was ist die Gefahr für den Rapper, der so ein Lied macht? Was ist die Gefahr dabei? Die Gefahr dabei ist, dass ihn so viele hören und so viele folgen. Wenn zum Beispiel ein Rapper 1 Million Follower hat, die ihm folgen, jeder einzelne davon, der durch ihn dazu motiviert wird, eine schlechte Tat zu machen, es geht mit auf sein Konto. Der Prophet sagte, wer zu einer Irreführung einlädt, der kriegt die Sünde von dem, der ihm folgt, ohne dass das dem, der ihr folgt, etwas abnimmt an Sünde. Das heißt, wenn er 1 Million Leute beispielsweise hat, die ihm folgen und die durch ihn Sinner begehen, hat er 1 Million Sinner auf seiner Waagschale. Das ist eine totale Katastrophe. Das ist eine totale Katastrophe. Wie will er diese Sünden loswerden? Das heißt, es ist eine riesengroße Katastrophe, zu solchen Sachen einzuladen. Aber das ist nicht die Frage. Das haben wir schon in Vorträgen mehrmals verurteilt. Nicht so klar wie jetzt, sondern allgemein. Und ich glaube, auch in dem Vortrag ging es mehr allgemein um Rapper, weil ich vorher über Musiker geredet habe, wie beispielsweise Mariah Carey, Whitney Houston, die auf dem Irrweg gegangen sind. Okay? Aber Fakt ist, beim Tag 4 muss man sehr vorsichtig sein. Selbst wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden hören und wir glauben, er lädt damit zum Kuffer ein, bei einer bestimmten Sache, muss man vorsichtig sein mit dem Tag 4, wenn man das denkt. Warum? Erstmal, der Tag 4 über eine bestimmte Person ist kein einfaches Thema. Vereinfachen tun das nur die Leute, die keine Ahnung von diesem Thema haben. Und ich gebe euch mal einige Beispiele. Wenn ihr das Buch von Muhammad Abdul-Wahhab lest, Nawaqidul Islam al-Ashara, die 10 Nawaqid des Islam, dann lest ihr am Ende von dem Buch, dass er sagt, sinngemäß, das sind die Nawaqid, die am meisten vorkommen und die meisten Menschen hineinfallen oder in die am meisten die Menschen hineinfallen, nicht die meisten, sondern am meisten die Menschen hineinfallen, so ist es notwendig, dass der Muslim sich davor hütet und Angst hat, selber da reinzufallen. Er sagt nicht, so ist es nötig, dass er die Leute jetzt zur Kuffar erklärt.
Weil vieles geht dann um den Punkt, man nem yukaffir mushrikina wa shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Das heißt, wer die Mushrikun nicht als Kuffar sieht, oder an ihrem Kuffer zweifelt, oder ihren Weg als richtig ansieht, der hat Unglaube begangen. Hier sind aber in der Regel nicht die Leute gemeint, die sich dem Islam zuschreiben, sondern in erster Linie die Leute, die sich nicht dem Islam zuschreiben. Weil, wenn wir uns die Bücher der vier Madhahib anschauen, das ist etwas sehr Bemerkenswertes, da gibt es Bab Hukmul Murtad, das Kapitel von dem Urteil dessen, der von der Religion abfällt. Und in allen vier Rechtsschulen wird das in den klassischen Büchern erwähnt, wer eine andere Religion als den Islam als richtig und gültig ansieht. Und dies war immer eine einstimmige Meinung unter den Muslimen gewesen. Unter Mu'tazila, unter Asha'ira, unter Maturidiyya und unter Salafiyya. Immer schon eine einstimmige Meinung unter den vier Rechtsschulen, dass derjenige, der eine andere Religion auch als gültig ansieht, aus der Religion ausgeschieden ist. Warum? Weil die Beweise aus dem Koran überwältigend sind. Es gibt hunderte Beweise im Koran. Wir brauchen gar nicht über den Vers zu reden, wer eine andere Religion als den Islam wünscht, so wird sie von ihm niemals angenommen werden oder wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Sure 3, Vers 85. Sure Ali Imran, Vers 85. Oder Sure Ali Imran, in der Dine, in der Islam, Sure 3, Vers 19. Ja? Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es gibt hunderte Verse, wo über den Kuffer von denjenigen gesprochen wird, der den Koran verleugnet. Das heißt, wie kann dann jemand, der sagt, ich glaube nicht an den Koran, auf dem richtigen Weg sein? Es gibt hunderte Verse, wo dazu aufgefordert wird, dem Propheten folgen zu müssen oder gehorchen zu, oder Dutzende, um gehorchen zu müssen, dass derjenige, der nicht an die Propheten glaubt, an einen Propheten nicht glaubt, Kafir ist. Das heißt, wie soll dann jemand, der nicht an den Propheten Mohammed glaubt, an die Gültigkeit seiner Botschaft glaubt, wie soll er auf dem geraden Weg sein? Und deswegen, weil diese Beweise so überwältigend sind und es ist deswegen auch nie eine Meinungsverschiedenheit gibt. Überlegt mal, diese Denkschulen des Islam, wie Salafiyya, Maturidiyya, Asha'ira und Mu'tazila, hatten Meinungsverschiedenheiten über das Wesen und die Eigenschaften Allahs gehabt, aber sie hatten keine Meinungsverschiedenheiten darüber gehabt, dass derjenige, der eine andere Religion als gültig ansieht, neben dem Islam ein Kafir ist. So. Das heißt, in der Regel ist damit derjenige gemeint, der sich dem Islam nicht zuschreibt. Gibt es bestimmte Fälle? So, jetzt, wo man dazu verpflichtet ist, jemanden zum Kafir zu erklären oder jemanden als Kafir zu sehen, der von sich selber behauptet, Muslim zu sein. Es gibt bestimmte Fälle. Aber du kannst nicht jemanden als Kafir erklären oder in 99, ich sag mal so, um das ein bisschen einfach zu machen, in 99,99999999% der Fälle gefühlt kannst du nicht denjenigen zum Kafir erklären, der jemanden nicht zum Kafir erklärt, der eine Sache gemacht hat, die in deinen Augen oder in den Augen von vielen Kuffer und Schirkes oder gesagt hat, weil er diese Person nicht zum Kafir erklärt, sondern sagt, vielleicht gibt es einen Hinderungsgrund. Und das sagt At-Tarifi in seiner Erklärung von Nawaqidul Islam. Er sagt dort, dass nicht derjenige Kafir wird, der davon Abstand nimmt, einen bestimmten Menschen, der sich dem Islam zuschreibt, als Kafir zu erklären, weil er Angst hat,
dass eventuell die Bedingungen nicht vorhanden sind oder die Hinderungsgründe vorhanden sind, um ihn zum Käfer zu erklären. Und ich gebe euch da mal ein Beispiel. Oder ich gebe euch einige Beispiele dazu. Es kann zum Beispiel sein, jemand sagt eine Aussage, die großer Kuffer ist. Du hast von dieser Aussage gehört. Aber die andere Person weiß nur, was? Weiß nur, dass er sich dem Islam zuschreibt. Jetzt sagst du ihm diese Aussage. Ist er dazu verpflichtet, dir zu glauben? Er ist nicht dazu verpflichtet, dir zu glauben. Das ist das Problem. Leute erzählen, was sagst du? Nee, wie? Und das ist doch nicht zum Käfer. Okay, erkläre ich dich jetzt zum Käfer. Als Beispiel. Das ist Dalal und Mubin ist das. So sehen wir einige Leute, die so drauf sind. Oder beispielsweise, er erklärt ihn zum Käfer wegen der Person von der Person XY, wegen der Lage der Person XY. Und er setzt damit praktisch voraus, dass diese Person die Lage der Person XY kennen muss. Das heißt, er macht praktisch, kann man so sagen, das Wissen über die Lage der Person XY hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen zu einem Wissen, was notwendigerweise von der Religion zu wissen ist. Und wenn du es nicht weißt, bist du Käfer. Dann kann es sein, dass irgendjemand etwas sagt, was Kuffer ist. Ich habe aber Zweifel daran, nicht ob er das gesagt hat, ob er sich vielleicht versprochen hat. Es gibt Leute, die sich versprochen haben. Es gibt Leute, die sich versprechen. Es gibt ein Hadith darüber, wo der Prophet a.s. über eine Person redet, die das Reittier verloren hat. Mit dem ganzen Gepäck drauf, Proviant drauf, in der Wüste. Und dann, als er im Sterben praktisch liegt und unter dem Baum und sich auf den Tod vorbereitet, ist auf einmal das Reittier wieder da. Und dann sagt er, und er dankt Allah und sagt: Oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er hat sich versprochen. Er wollte sagen: Du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Er hat sich versprochen. Das ist Kuffer, die Aussage. Er hat sich versprochen. So gibt es Leute, die sich versprechen. Ich habe mich beispielsweise auch schon in Vorträgen versprochen. Jetzt fällt mir keine Sache ein, wo ich mich mit Kuffer versprochen habe, wo ich gedacht habe, was hast du denn da gelabert? Ist ja totaler Oberschwachsinn, wo ich Leuten gesagt habe, das Video wieder raus. Ist ja peinlich. Da habe ich sogar einmal eine Definition verwechselt. Die Definition von Ibadah habe ich mit der Definition von Iman verwechselt. Weil ich die Sachen einfach im Kopf habe, auswendig, ja, was totaler Schwachsinn ist. Als Beispiel. Es könnte sein, dass er sagt, diese Person ist kein Käfer geworden, weil ich kenne seine Lage besser. Ich weiß, dass das, was er dort sagt, dass er das nicht glaubt. Er glaubt aber, dass es erlaubt ist, Taqiyya in so einer Sache machen zu dürfen. Taqiyya, das heißt, dass er öffentlich lügt, ja, über seine Akida und etwas anderes sagt, um beispielsweise bei den Laizisten gut anzukommen. Aber ich weiß, dass er glaubt in seiner Gruppe, dass er Taqiyya machen kann in der Sache. Man darf kein Taqiyya machen. Aber das Problem ist, er sagt, weil er erklärt ihn nicht zum Käfer, weil er sagt, ich kenne die Lage dieser Person, ich kenne die Gruppe dieser Person und ich weiß, dass diese Person das nicht glaubt, sondern dass er Taqiyya macht. Das heißt, er täuscht die und lügt, was man nicht darf. Okay? Aber deswegen erklärt er nicht zum Käfer. Darf ich dann diese Person zum Käfer erklären? Das heißt, das Thema im Allgemeinen ist ein sehr gefährliches Thema, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und ich erzähle euch, und ich lese euch mal kurz vor. Ich lese euch mal kurz vor, was Ibn Taymiyyah, Ibn Majmu'a Fatawa zu diesem Thema sagt. Ibn Taymiyyah sagt, ja,
hier كنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بالتكفير من يقول كذا وكذا وهو فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار. Das heißt, ich habe das Ihnen schon klar gemacht, dass das, was über die Salaf der Umma überliefert wurde, mit dem Itlaq und Qaul, die Itlaq, das heißt allgemeine Aussage des Takfir, wer dieses und jenes sagt, dass das auch richtig ist, aber es ist Pflicht, einen Unterschied zu machen zwischen Itlaq und Ta'in. Itlaq bedeutet, dass ich sage, das und das ist Kafir, das und das ist Kuffer, großer Kuffer. Ta'in ist, ich sage, diese Person, die das und das gemacht hat, ist Kafir geworden. So. Warum? Dann eben, weil es Bedingungen gibt und Hinderungsgründe gibt, für eine bestimmte Person zum Kafir zu erklären. So. Dann, فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا, wenn zum Beispiel jemand etwas sagt, was Leugnung ist von etwas im Koran, beispielsweise, oder Leugnung von etwas ist, was der Prophet gesagt hat, لِمَا قَالَ وَرَسُولُ, für das, was der Prophet gesagt hat, لَكِنْ قَدْ يَكُونُ رَجُلْ حَدِيثُ أَهْدْ بِالْإِسْلَامِ, aber es kann sein, dass die Person neu im Islam ist, أَوْ نَشَى بِبَادِيَةٍ بَعِيدًا, oder der ist beispielsweise so also fernab von der Zivilisation aufgewachsen, wie zum Beispiel mitten in der Wüste. Ja? ومثل هذا لا يكفر. Wie so eine Person لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. Die wird kein Käfer, bis ihm die Hujja erbracht worden ist. Ja? وقد يكون رجل لم يسمع تلك النصوص. Und kann sein, dass eine Person diese Texte nicht gehört hat. Diese Texte nicht gehört hat. Dann sagt er, وَكُنْتُ دَيْمًا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي صَحِيْهَيْنِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ. Ich habe immer den Hadith erwähnt, der in den Sahihain ist, also im Bukhari und Muslim, über den Mann, der sagte, إِذَا أَنَا مِتُّ فَحْرِكُونِ ثُمَّ سْحْكُونِ ثُمَّ ذَرُونِ فِي الْيَمْ. Das heißt, wenn ich tot bin, dann verbrennt mich und dann sollt ihr diese Asche von mir ins Wasser werfen. فَوَاللَّهِ لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنَّنِي عَذَّابًا مَا عَذَّبَوْ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Denn wenn Allah also Macht über mich bekommt, dann wird er mich bestrafen, wie er niemanden vorher bestrafen hat. فَفَعَلُوا بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ. Da haben die es mit dem gemacht. Die haben den verbrannt, als er tot war, ins Wasser geschmissen, ja, ins Meer geschmissen. Und dann sagte Allah zu ihm, Allah hat ihn zusammengebracht, مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ. Was hat dich dazu gebracht, das zu tun, was du gemacht hast? قَالَ خَشْيَتَكَ. Die Angst vor dir, sagte er. فَغَفَرَ لَهُ. So hat Allah ihm vergeben. Das ist diese Person, so jetzt sagt Ibn Taymiyyah dazu, فهذا الرجل شك في قدرة الله. Diese Person hatte Zweifel an der Fähigkeit von Allah. وفي إعادة إذا ذريع. Und dass er ihn zusammenbringen kann, wenn er weggeworfen wurde, ja, also seine Asche. بل اعتقد أنه لا يعاد. Er dachte, er wird nicht zurückgebracht. وهذا كفر باتفاق المسلمين. Dieses Kufr mit Einstimmigkeit der Muslime. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك. Aber wer unwissend kannte das nicht. وكان مؤمنا und war gläubig. يخاف الله أن يعاقبه. Hatte Angst, dass Allah ihn bestraft. فغفر الله بذلك. Dann hat er ihn deswegen verziehen. والمتأول من أهل الاجتهاد, und derjenige von den Leuten, die اجتهاد machen können, ja, متأول, der beispielsweise etwas, ein Ta'wil von einer Sache hat, eine metaphorische Interpretation, das heißt, oder etwas falsch versteht, والحريص على متابعة الرسول, aber
Motivation hat, gewillt ist, dem Propheten zu folgen, aula bil maghfira min hadha, min mithli hadha, der hat die Vergebung eher verdient als diese Person. So, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Und deswegen würde ich dem Bruder empfehlen, Tauba zu machen, in Zukunft nicht so voreilig mit dem Takfir zu sein, sondern vorsichtig zu sein. Ja, so, jetzt gehe ich noch kurz ein paar Minuten hier rein. Instagram wurde gelöscht, richtig. Alhamdulillah. Aber das ist kein Problem. Ihr seht ja, es geht immer weiter. Wer mich erreichen will und sehen will und von mir profitieren will, der kann das auch hier. Alhamdulillah. Gibt es irgendwas, wo ich euch noch helfen kann? Ich mache noch inshallah ein paar Minuten weiter. Und in Instagram war schon seit Monaten mein Instagram-Livestream gesperrt. Ich habe die ganze Zeit viele Videos gemacht, Norbert. Nur du hast sie nicht verfolgt. Nur ich war meistens auf Instagram. Weil wir haben nie aufgegeben. Deswegen fasse ich das etwas als Beleidigung auf. Wieder. Wir waren immer aktiv gewesen. Allgemein nicht so schnell beurteilen. Aber natürlich, wer sich den Islam nicht zuschreibt, ist ein Käfer. Bruder, ich kenne diesen arroganten Paten nicht, nur mir hat gestern jemand erzählt, dass er behauptet, ich wäre von ISIS. Wir sehen uns am jüngsten Tag, ganz einfach. Am jüngsten Tag, jeder, der irgendwas Falsches erzählt hat, wird seine Hasanat abgeben müssen. An dem Tag wird nicht mit Dirham oder Dinar bezahlt, sondern mit Hasanat. Und wenn keine Hasanat mehr da sind, nimmt er von mir Sayyid, schlechte Taten. Deswegen, und das geht jedem so, der diese Lügen erzählt. Ganz einfach. Es sei denn, er nimmt diese Sache. Ja, wenn er keine Hasanat hat, dann nimmt er meine Sayyid. Auch gut. Wenn das recht ist bei ihm, dann ja, dann kann es natürlich erstmal in die Hölle gehen. Möge allein recht leiten. Ja, Bruder, wer das noch denkt, der muss leider ein bisschen doof sein, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil bei den ganzen Videos, die wir gemacht haben und bei den und wie wir angefeindet sind und Todes- und Morddrohungen auf Todesliste vom IS und Anzeige von IS-Anhängern, die aufs Maul bekommen haben, ich meine, beziehungsweise von einem, der aufs Maul bekommen hat, dann muss man schon wirklich ziemlich dumm sein. Abdullah Rifa'i, la arif kayfa usa'iruka. Anta la'an fi dirasa, wa alhamdulillah, nasallahu an yuwaffiqak. Ja, natürlich, wenn man kein Zakat bezahlt hat, muss man das nachholen. Vidal, ich würde dir davon abraten. Wie geht man mit Brüdern um, die einen als Käfer bezeichnen? Brüder? Ja, das ist sehr individuell. Ich kann dir da jetzt keine pauschale Antwort drauf geben. Ja, Bruder, dann sind sie selber schuld. Guck mal, Bruder, Kadir. Wenn sie den Medien glauben, weil die Medien sagen von mir, dass ich vom IS bin, dann müssen sie recherchieren. Man kann nicht ein... Sie wissen ganz genau, wie die Medien lügen und gerade über Muslime lügen, wie zum Beispiel in der Silvesternacht. Wie können Sie dann annehmen, dass jemand, der seit Jahren Dawa macht, wo was weiß ich, wie viele Leute Islam angenommen haben, dass Sie ihn nicht versuchen, negativ darzustellen? So doof kann man doch nicht sein. Erzin Shanilu? Nö, ich weiß nichts Neues über den. Bruder, ich glaube nicht, dass Sie die nächste kundgeben und dass die Leute bereit sind. Amin, Amin, Muslim. Dich auch, Amin. Aber ihr. Bruder, guck mal, zum Thema Zakat hat der Bruder Abul Bara sehr schöne Videoreihe. M
Maschallah, wegen dir habe ich so viel in meinem Glauben reflektiert. Ich war so vom Glauben entfernt. Ich danke dir von Herzen für all deine Dauer. Wegen dir habe ich Allah so viel besser kennengelernt. Erstmal Alhamdulillah, wegen Allah und dann wegen dir, ist besser zu sagen. Wie kam es dazu, Bruder oder Schwester? Ja, mit der Kundgebung im Mai hat sich bisher noch nichts ergeben. Ja, Schock, halte dich davon fern, von diesem Job. Wie kann man das Beste aus sich rausholen in der Religion? Bruder, das sind natürlich, ich mache jetzt im Livestream Antworten. Normal würde ich die lieber etwas ausführlicher beantworten, aber es ist klar, dass das jetzt nicht möglich ist. Ich würde dir einfach vorschlagen, schau dir unsere Vorträge an, weil da wird oft über diese Themen gesprochen. Ich mache noch 4 Minuten in Schal und dann bin ich fertig. Bruder, ich kriege auf Insta erstmal nichts mehr. Achi, MBA. Aleika bi ijad alaqati ta'awuniyya ma dawlatik. Achi, anta la ta'rifu al-ahwal huna fi Almanya. هذا كأنك تقول للنبي عليه الصلاة والسلام عليك بعلاقة تعاونية مع أبي جهل. هذا تقريبا هكذا. أخي انظر فعلا جزاك الله خيرا لحرصك، ولكن عليك أن تعرف الأمور هنا في ألمانيا. Ich von Geburt an Muslim, aber mir wurde der Islam falsch vermittelt. Irgendwann bin ich auf ein paar Videos von dir, EZP, gestoßen, so habe ich den Islam und das Gebet kennengelernt. Alhamdulillah, das freut mich. Was meinst du genau mit falsch beigebracht? Anwalt ist ein längeres Thema. Bruder, diese Geschichte, Mustafa, sehe ich keine Grundlage für. Es gibt leider viele Geschichten, die erzählt er. Mein ganzes Leben hatte plötzlich eine Wende, Abitur, Ausbildung, Studium. Jetzt bin ich, Alhamdulillah, finanziere meine Familie. Mashallah, tabarakallah. Und dann, ja, das sind alles so Geschichten. Achi, bevor ich praktiziert habe, hab ich dich gar nicht gemocht, weil immer alle gesagt haben, dass du Kurden hast, bla bla bla. Du warst aber einer der Gründe, warum ich wieder zum Islam zurückgekommen bin. Ich weiß gar nicht, diese ganze Schwachsinn mit Kurdenhass. Meine Admins sind meistens Kurden. Shawani Bashi. Komischerweise, immer wenn ich Kurden sehe aus zum Beispiel Irak, die zum Beispiel aus Mosul kommen oder, wie heißt das alles, Sulaimania. Ja, oder Irbil, die kommen immer auf mich zu, machen Fotos bei der Hatsch. Und hier gibt es solche verrückten Tobias Huch-Anhänger, die so einen Schwachsinn labern. Was interessiert mich die Nationalität? Ich habe gegen keine Nationalität was. Ich habe nur was gegen Idioten aus jeder Nationalität oder aus jedem Volk, egal ob sie schwarz sind, weiß sind, grün sind, gelb sind. Völlig egal. Nein, würde ich dir nicht empfehlen, Lahia. Okay, dann mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.